Ja, zum Positiven hat sich verändert, dass das Angebot eigentlich auch viel vielfältiger geworden ist. Zum Negativen hat sich natürlich verändert mit dem zunehmenden Bekanntheitsgrad, mit dem zunehmenden internationalen Bekanntheitsgrad, dass halt vor 55 Jahren vielleicht 200.000, 300.000 Leute auf der Wiesn waren, da war das schon eine Rekordzahl. Und mittlerweile sind es halt 3, 4, 5, 6 Millionen. Das hat sich gewandelt. Das heißt also, wenn man da rausgeht, abends, hat man eigentlich nicht mehr die Freiheit des Weges, sondern man hat nur die Freiheit, dorthin geschoben zu werden, wo die Masse schiebt. Ja. Die Lust an der Wiesn hat sich geändert. Es war früher lang nicht so viel los wie heute. Auch an den Samstagen. Es gab keinen Tag, wo man zusperren musste. Heute musste am Samstagnachmittag spätestens das Zelt zumachen. Genauso auch an den Freitagabenden schaffst du es gar nicht mehr, weil sonst die Gänge zu voll sind, die Bedienungen nicht mehr durchkommen und du nichts mehr zum Essen oder zu trinken verkaufen kannst, weil es zu eng werden würde. Und natürlich aus feuerpolizeilichen Gründen musst du einfach schauen, dass die Fluchtwege frei bleiben. Ja, einfach das vom Publikum her, also die ganze Atmosphäre ist besser geworden. Also, und das gefürchtete Italiener-Wochenende, was dann immer dabei war, ist auch schon sehr zum Positiven. Ah, ja. Auch trinkgeldmäßig für die Italiener, also muss man sagen, sind sie, ja, super. Working in Germany for 10 years now. It is the best. Yeah. And the Oktoberfest is the best place to be because it's one of the places that brings all the nations all together to drink and have no war, have only peace, which we all stand for, and that's what it's all about. So that's why I like the Oktoberfest. Der Hopfenanbau ist eigentlich der gleiche geblieben, bloß bei mir mit 7 Hektar ist man fast nicht mehr existenzfähig. Da muss man sich einen Nebenerwerb dazu, ich nehme bei Busfahrer, und das kann man sich ganz gut in England bringen. Und ich möchte es nicht anders haben. Ich habe zwei schöne Berufe, Busfahren ist nicht langweilig, Hopfer, wenn dann der Hopfer mir kratzt, dann freue ich mich immer wieder auf die Nacht, wenn man dann durch den Hopfergarten durchgeht. Und jetzt bei der Ernte ist es noch viel schöner, wenn man da den Geruch hat. Das ist für mich eigentlich wie Wellness im Hopfer.